In diesem Video erfährst du, wie du einen kostenlosen und sehr guten QR-Code-Scanner laden kannst, mit dem du die QR-Codes der IWI-Arbeitsblätter lesen kannst. Zuerst gehst du wieder in den App Store deines Smartphones. Dort suchst du nach dem Neo-Reader. Da oben taucht er schon auf. Und wenn du ihn gefunden hast, dann lädst du ihn runter. Und je nachdem, was für eine Internetverbindung du hast, wird es jetzt einen Augenblick dauern, bis die App geladen ist. Jetzt ist die App geladen und du kannst sie öffnen. Beim ersten Start dieses QR-Code-Scanners musst du einige Angaben machen. Zuerst klickst du auf Weiter. Dann kannst du dir überlegen, ob NeoReader deinen Standort wissen will. Das ist eigentlich unwichtig. Ich erlaube es nicht. Und dann hast du hier unten die Möglichkeit, persönliche Einstellungen zu machen: Land, Geschlecht, Alter. Ich würde dir empfehlen, hier gar nichts anzugeben. Aber eine Sache, die ist wichtig, und zwar der Standardbrowser. Hier ist angegeben, dass der NeoReader der Standardbrowser ist. Das solltest du ändern. Und zwar, wenn du auf iOS bist, auf Safari und mit einem Android-Phone oder Windows-Phone, nimmst du den Browser, den dein Handy normalerweise benutzt. Wenn man das nicht tut, öffnet er Videos auch immer mit dem NeoReader. Und dort kann er den Ton nicht abspielen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass du hier den Standardbrowser deines Handys einstellst. Der Rest kann so bleiben und du klickst oben auf Fertig. Jetzt ist dein QR-Code-Scanner einsatzbereit.